Warum hat Allah uns befohlen, die Blicke zu senken? Damit wir nicht in diese Fitna hereinfallen. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam: Sprich zu den Gläubigen, sie sollen ihre Blicke senken. Und ihre Scham hüten. Weil wenn du deine Blicke senkst, kommst du erst gar nicht dazu, das Üble zu tun. Wenn du deine Blicke senkst, kommst du nicht dazu, das Üble zu tun. Denn alles fängt an mit dem Blick. Oder habt ihr jemanden gesehen, der läuft so durch die Straße und sagt, dich begierig? Nein. Sondern das fängt an, was? Mit einem ersten Blick. Und dieser Blick, das ist die beste Lösung, liebe Geschwister. Aber auch nicht immer leicht zu vollziehen. Wenn du es schaffst, deine Blicke zu senken, dann interessiert dich gar nicht, was vor dir ist. Und du hast nicht die Neigung dazu, das zu sehen, was vor dir ist. Aber wenn du einmal dieses gesehen hast, dann ist es sehr, sehr schwer für dich, die Blicke zu senken. Daher ist das Beste, was man machen kann, die Blicke zu senken. So war die Vorgehensweise vom Propheten sallallahu alaihi wasallam.